Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Stardew Valley. Oh, schön, es gibt das Eisfischen. Das ist morgen. Beim Nachtmarkt habe ich auch was vor. Was denn? Was kaufen. So, ich gehe zu Sam. Das vielleicht mit dem endlich mal auf 8 Herzen springen. Und dann nicht mehr weitermachen. Was? Und dann nicht mehr weitermachen. Mit was weitermachen? Ja, nicht mehr weitermachen. Eine Herzen. Achso, ja. Dass ich dann nämlich das. Weil es fehlt nur noch ein Herz, dann habe ich ihn nämlich auch fertig. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade fast schon, dass es keine Bestrafung hier in Stardew Valley gibt, wenn man mehrere datet. Hallo? Ich date ihn ja nicht. Falls man vorhat, das meine ich. Gibt doch eine Bestrafung. Echt? Es gibt dann eine extra Szene mit allen, wo du geromanced hast, dass sie dich dann alle verlassen. Ha. Es gibt sowohl bei den weiblichen und bei den männlichen. Müll. Oh, ich habe Müll in der Mülltonne gefunden. Was für ein Zufall. Ist ja echt kaum zu glauben hier. So, komm, das ist ein silbernes. Bitte, Sam. Das musste ich auf die 8 Herzen werfen. Morgen wird es sonnig. Ist es Morris? Der hat eine neue Karriere. So ein bisschen. Ah ja, und jetzt hat auch gezeigt, wie es auf Ginger Island wird. Ach echt? Oh. Ja, die wird jetzt auch auf der Karte hier markiert, also da unten rechts ist sie. Ich habe Plum Pudding gelernt. Was hast du genau? Plum Pudding. Nice. Übrigens haben wir 40 Fasern, womit die Dinger herstellen können, die du so gerne magst. Ich mag die nicht unbedingt gerne, aber wir brauchen die halt für viel Geld. Ja, meine ich ja. Aber es lohnt sich jetzt nicht mehr, die zu pflanzen. Ich hatte halt vor im Winter viele davon zu bepflanzen. Aber naja. Boah, ich kann das mal endlich herstellen. Oh. Warte, ich will schauen mal im Vergleich dazu, ja, das ist eindeutig besser. Bringt's endlich mal. Ich habe extra gesagt, wir machen genau deswegen die Pilzfarm. Oh, ich habe mit Tieren lange nicht mehr gesprochen. Gesprochen? Und kein Futter gegeben. Ja, die sind sowas von stinkig. Jawohl, okay, ich muss jetzt gucken, wann das ist. Eight Heart Event. Oh, ich habe wieder nur mit denen nur 2 Herzen. Oh. Wir brauchen unbedingt ein Silo, ernsthaft jetzt. Damit wir wenigstens Futter bekommen. Ja, okay, ich muss eh bis morgen warten. Das heißt, morgen früh wird das Event dann triggern automatisch. Weil man kann auch, das kann man auch verpassen übrigens, das 8-Herze-Event. Also es ist eines der Events, was du verpassen kannst, wenn du das 2-Herze-Event nicht machst. Kennst du auch das 2-Herze-Event, da wo Sebastian auch in seinem Zimmer war? Mhm. Wenn du das nicht machst, kann auch das 8-Herze-Event nicht getriggert werden. Oh. Und das 3-Herze-Event kann auch verpasst werden, was für mir jetzt auch verpasst wurde, weil es nicht im ersten Jahr geschehen ist. Auch Bullshit. Ich muss unbedingt ein Silo kaufen. Oder bauen. Soll ich schon mal eins kaufen? Ich schau mal kurz Preise nach hier beim Telefon. Brauchst nicht nachschauen. Ja, ich kauf's ja. Du hast ja nicht mal die Materialien, das ist die Sache. Also. Lagerbestand ist es wahrscheinlich. Nee, doch nicht. Vor allem, wie es direkt auflädt. Ja. Ja, dann doch das. Und anscheinend 10 Lehm und 5 Kupferbarren. Genau, deswegen habe ich ja gesagt, wir brauchen Lehm. Ja, haben wir alles. Kupferbarren, Stein und Lehm.
Nur 100 Gold, oha. Hm. Geh bitte ran. Am anderen Ende hören sie eine Roboterstimme. Herzlichen Glückwunsch, ein 10.000 Gold. Das hatten wir schon. Komm, 10.000 Gold sind inzwischen nicht mehr viel geworden. Sind inzwischen nicht mehr viel. Das meine ich damit. Ja, die war. Wir brauchen schön. Unbedingt zwei weitere Sprinkler, dass sie zu hässlich sind. Ich weiß. Dafür brauchten wir Gold und Kupfer, Gold und Silberbahn. Eisenbahn waren es. War es nochmal das Silo gut? Ja, damit das automatisch die Tiere gefüttert werden. Ah. Okay, wow. So, warte. Wohin soll ich das bauen? Wir gehen erstmal dorthin, aber nach oben. Jetzt neben dem, hier, also einfach links. Ja, so. Achso. Oh nein, ich bin so ein. Hast du was gemacht? Halt, gekauft? Auf Versehen. Ja, ist nicht schlimm. Also das Ding ist, ich habe gerade geguckt, ob man noch was anderes errichten kann, aber wenn du was baust, kannst du nichts anderes errichten. Habe ich das nicht schon mal gesagt? Nein. Ja, ich dachte, du kannst es wenigstens angucken, was es ist. Ja, jetzt kann man mal über Telefon. Achso. Es sollte über Telefon gehen. Oh, hier ist sogar Penny. Robin in the Hood. Sollen wir es schauen? Ja, kannst gerne gucken, was noch gibt. Ja, was möchtest du schauen? Na, allgemein halt, was es gibt. Brunnen, ja, gut. Mühle. Oh. Das weißen Rüben und Reis zu malen. Das soll halt Mehl zu bekommen und so. Das ist eigentlich ein Schuppen wertvoll, also praktisch in dem ja, Sinne. Ja, und allgemein wäre es auch einfach mal cool, wenn wir mehr Sachen auf unserem Hof stehen haben. Ja. Zum Beispiel, gerade gehen wir auf den Fischteich. Mal gucken, wie viel das kostet. Wir brauchen halt 10 Tage grüne Algen. Ja, die fische ich, weil ich so kacke im Fischen bin. Pferdestall ist doch eigentlich super gut. Ja, dadurch kann man dann schneller fortbewegen. Wollen wir das denn nicht machen? Als nächstes. Ist doch eine gute Idee, oder nicht? Lass mal schauen. Ich meine, an sich schneller fortzubewegen sich zu können, wäre echt geil. Aber so einen großen Unterschied macht es nicht, finde ich. Ich würde auf den Schuppen gehen. Ja, wenn wir halt einen Schuppen haben, brauchen wir dann halt keinen Keller mehr, würde ich sagen. Ach so. Weil halt im Keller sind dann halt schon die Fässer inklusive. Pennen wir, oder? Oder hast du noch was zu tun? Ja. Mit deinem Kind interagieren. Mit deinem anderen Kind. Muss ich suchen. Oh, sie ist auch mal hier. Der war noch nicht einmal in seinem Zimmer. Schlimm. Die Kinder waren ja häufiger drin. Und so, ja, jetzt geht er auch bei mir rein. Was? Jetzt geht Michael T. Jackson auch rein bei mir. Alter, was ist das? Was? Ja, war nix was. Warum sind da zwei Freddy Fazbears hintereinander, Alter? Achso, das sieht ja mal so scheiße aus. Wieso hast du zwei Hühnerstatuen? Gib mir doch auch eine. Ja, komm her. Ja, gib mir doch einen Freddy und einen. Eine Chica. Du magst sie ja nicht mal, das ist die Sache. Ja, aber du brauchst doch nicht zwei. Warte, dann tue ich dir wieder. Vielleicht finde ich ja doch einen Platz für die. Oh, falsches Ding.
plötzlich ist die ganze Zeit Sachen bei mir um, ich will nichts hören. Ja, aber das, wenn man einen Teppich wegmacht und was unter was drum ist, Ja, ist dann es. muss man halt kurz hin. Mein Gott, ey. Okay, ich fange an langsam zu begreifen, was du mit Beleuchtung meinst. Also bei mir ist es halt immer noch hell, weil ich seit dem Tag hier drin bin. Immer mein Raum, wirklich. Ja. So sieht doch besser aus, also bei mir finde ich die Beleuchtung viel besser. Ja, dann mache ich halt morgen mal Beleuchtung rein. Hier ist es ein bisschen dunkel, aber egal. Danke. Bitte. Was hast denn du da jetzt? Ein Totem und eine Steinsäule. Woher? Hier. Warum? Wollt schauen. Boah, geh jetzt ins Bett, Alter, was machst du? Junge, du läufst einfach. Was? Ach, das ist eine Lampe. Ich dachte, das wäre ein Tisch. Ich denke gerade so, what? Das sieht halt nicht gut aus. Ich hole eine andere. Eigentlich ist es Nacht gerade umso besser, nach Lampen zu suchen. Kann ich dir eigentlich auch empfehlen dadurch. So mit den ganzen Lampen sieht es einfach so ein bisschen aus wie bei Minecraft, wenn du dann eine ganze Base voller Fackeln machst, damit keine Mobs spawnen. Ich muss halt irgendwie Licht reinbringen. Ja, weil die halt so willkürlich platziert sind, die Lampen einfach. Die sehen ja nicht willkürlich aus. Doch, die sind sehr willkürlich. Das ist einfach in einem Raum zwei Lampen. Ja, bei Deckenbeleuchtung ist hier halt nichts. Eine Kerzenlampe. Ja, genau da passt es am besten. Ja, ja. Der geile Schneemann, Alter. Das ist eigentlich eine, vor allem eine Pflanze. Ich weiß. Den tue ich weiter nach oben. Frosty, the snowman's gonna break into your house. Ja, da ist es nicht so schlimm, wenn da keine Beleuchtung ist. Tue ich auch die Lampe da nach rechts. Kannst du eigentlich von mir jetzt auch einen Kalender holen? Hab ich schon längst. Echt? Ja. Man sieht ihn sogar auf meinem Screen gerade. Ah, da. Ja, was sind die Fenster? Die bei Beleuchtung. Ich meine, die Lampen leuchten. Na.
reagiert hier nicht. Damit das Baby auch schön schlafen kann. Und jetzt auch wenigstens in die Ecke. Eigentlich meinte ich die Lampe. Das Zimmer hier ist fast egal. Ja, aber schon Mitternacht. Sieht nicht mehr gut aus, aber egal. Er hat so keinen Bock auf dieses Hard-Event, dass er extra sein ganzes Haus dekoriert. Fundbüro deponiert, hä? Da ist er! Hi Yuna, rate mal, was los ist. Meine Band spielt heute in Suzu. Triff mich diesen Nachmittag um 16 Uhr an der Bushaltestelle, dann fahren wir zum Konzert. Du bist hoffentlich mit dabei. Also merkt ihr das, 16 Uhr Bushaltestelle. Wieso muss ich es mir merken? Das ist dein Hard-Event. Ja, aber du nimmst auch teil dran. Wieso nicht? Warum willst du eigentlich teilnehmen? Ich kann, glaube ich, nicht mal dran teilnehmen. Hast du gerade ernsthaft die. Das war ein Versehen. Okay. Ich habe nur X gedrückt, der hat sich mal platziert. Oh, Robin, beeil dich bitte mit dem Silo, wirklich. Ich habe keinen Bock, jeden Tag dahin zu laufen. Sie ist nicht mal da. Ja, sie hat ja auch gesagt, die macht's übermorgen. Ich gehe Ginger Island. Ja, also falls ich es heute schaffe, kannst du dich dann morgen um die Kühe kümmern. Falls ich heute das Haus schaffe. Falls du es heute wo schaffst? In Ginger Island das Haus zu bauen. Achso. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich es schaffe.
stimmt, fest. Ach, geht's nicht? Ja. Aber Hauptsache Pam ist da. Und geht dann halt zur Wüste. Er will dann zur Wüste gehen. Ja. Yeah. Ach, Sam ist hier. Ja, den brauche ich jetzt nicht mehr. Du brauchst sie nicht mehr. Ja, also halt jetzt heute noch. Das dauert jetzt auch noch ein bisschen. Und weißt du, was das krass ist? Wenn man das jetzt hier verpasst, ne, also wenn man nicht um 16 Uhr dahin geht, kann man das nur noch mal, man kann, hat noch mal eine Chance. Aber nur, wenn man 10 Herzen hat. Oh. Das heißt in Romance. Das heißt, wenn wir das jetzt heute verkacken, das ist richtig scheiße. So um 16 Uhr. Was? 16 Uhr. Ja. Komm dann halt auch so um 16 Uhr wieder zurück. Dann bist du auch direkt bei der Bushaltestelle. Brauchst du die noch? Nee, die brauche ich nicht mehr. Gut. Ja, du kannst sie aber als Heilung benutzen. Heil nicht viel. Ja, immerhin etwas. Immerhin, du hast ein Heil-Item. Ernsthaft jetzt? Mumie. Nee, da warte direkt davon, der weiß, ich abbauen muss. Oh, ein Diamant. Und du hast mich ja mal gefragt, warum ich kein Hard-Events mache. Ich möchte unser Geld verdienen. Und andere, andere. Ich hab nochmal ein Artefakt gefunden. Hm. Dann spenden wir das trotzdem weiterhin. Du willst ja sowieso die Completion haben. Oder? Ich hab's halt als Ziel gesehen, was wir machen könnten. Ja klar, also wenn wir welche finden, dann auf jeden Fall. Ich meine, was anderes können wir eh damit nicht anfangen. Ja, also außer verkaufen, aber so viel bringt es hier auch. Bei Animal Crossing gab es ja wenigstens dann noch die Option, dass man dann halt, zum Beispiel Fische konnte man ja damals auch. Ach, fest. Bei Animal Crossing konntest du ja damals auch die Fische im Museum spenden. Das finde ich tatsächlich. Auch Insekten. Was? Auch Insekten. Ohne Insekten, ja, das finde ich tatsächlich ziemlich schade, dass das hier nicht so ist. Nur schade. Ja, du, ich finde es schade, dass wir weniger Arbeit bekommen, oder wie? Hä? Du findest schade, dass wir weniger Arbeit bekommen, oder wie? Nee, sonst hätten wir das Vieh schon wieder fertig gekriegt. Das Museum. Du kannst ja nach oben schauen, ob der was droppt. Ja, ist aber gleich 16 Uhr. Ach so. Aber heute läuft's eigentlich. Ich habe heute viele Sachen bekommen. Mhm. Ja, stimmt, du hast wieder 2 Diamanten. Krass. 2 Amethysten und ein Rubin, noch ein paar andere Sachen. Eigentlich echt nicht schlecht. Ich glaube, heute habe ich mehr Glück, also werde ich ein bisschen länger bleiben. Ist ja nicht so, als würde das Hard-Event kaputt gehen, wenn ich nicht da bin. Das ist ja nur so, als nicht. Ich bin ja nur so, dass ich irgendwo am Rand stehen werde. Genau wie Linus. Einfach eine Mülltonne. So, warte, ich muss kurz gucken. Warte kurz. Hi Yuna, danke, dass du gekommen bist. Unser Zeug ist schon verstaut, dann ist wohl alles bereit. In Ordnung, auf in den Bus. Geh auch mal zur Bushaltestelle. Ja, ich versuch's. Hatte ich auch vor. Ich werde langsam richtig nervös. Wartet auf mich! Okay, wir sind da. Wünsch mir Glück. Nein, geht nicht. Naja. Ist auch das erste Mal, dass man auch irgendwie so ein bisschen sieht. Hallo alle zusammen, wir sind aus Pelican und wir heißen Goblin Zerstörer. Goblin Slayer oder was? Ja, wahrscheinlich. Und los! Ich glaube, das hängt ja auch ab, welche Musikrichtung du in Hard Event 2 gewählt hast. Das werden sie ja dann auch sehen. Kommt der eine mit grünen Haaren rechts. Boah, ich glaube, wenn man einen Vollbildschirm hat, kann man rechts noch Linus in eine Mülltonne sehen. Ja.
Da bewegen kann ich mich ja nicht. Ne, bewegen kann ich mich nicht. Weil die drei sind schon witzig. Wow, das war großartig. Gute Arbeit, Leute. Ich liebe diesen extremen Breakdown am Ende. Danke, ihr alle. Aber der Applaus gebührt eigentlich Yuna. Ohne ihre Hilfe hätten wir uns nie darauf geeignet, welche Musik wir überhaupt machen sollen. Du bist dann also praktisch das Ehrenmitglied der Band. Oh, und vergesst nicht, eine unserer Demos auf eurem Weg nach draußen mitzunehmen. Nur 10 Gold. Na, da kann man das, glaube ich, nicht kaufen. Das ist echt schade. Das ist gut gelaufen. Danke, dass du mit uns mitgekommen bist. Guten Tag. Hi. Hä? Woher hast denn du das jetzt? Das ist ein Rezept, was man bei Krobus bekommt. Achso. Das kann man craften. Ich weiß nicht, was es bringt. Ah, ich weiß wiederum was. Ich weiß, wie das ist. Es gibt ja ein Schleimbrütgebäude. Ah, stimmt. Und wenn die Hexe kommt, dass die Schleime nicht verflucht werden. Hm. Möchtest du es haben? Naja, ich weiß ja gar nicht, wo ich das hinstellen soll. Unten bei dir ist. Dann bist du hier. Und du hast sowieso dort fast gar nichts. Na dann gerne. Danke. Boah! Also den muss ich abbauen. Von mir wird auch ein paar mehr Wege bekommen, also Rezepte bekommen für Wege. So. Den hier und den hier. Welchen findest du besser? Den rechts. Ich habe halt noch ein paar andere. Das ist aber, glaube ich, ja mit Holz. Holz und Fasern. Nochmal Holz. Lehm und Stein. Ziegelboden. Ziegelboden klingt nicht schlecht. Bei Lehm haben wir nicht viel. Hast du noch das Lehm? Nee, hier. Wie ist der hier? Ach, den muss ich auch abbauen. Auch gut. Ja, ich ruiniere mein ganzes Zimmer hier gerade. Da! Nimm jetzt den scheiß Teppich! Ich dreh durch, ey. Ich dreh jetzt so langsam hier durch. Da jetzt so. Kistengeräusche. Wieso ist es jetzt nach rechts gegangen? Das Spiel. Es triggert das Spiel. Schieb's mal nach links. Obwohl, vielleicht ist es doch keine so gute Idee. Okay. Dann schieb's nach rechts. Wie denn? Also.
Spaß, oder? Was? Das macht dir Spaß, oder? Ja, das Spiel triggert heute richtig wieder rein. Ich kann es jetzt nicht wieder zurückschieben. Oder warte, doch, glaube ich schon. Was ist das für ein Spiel halt? Weißt du, ich dachte so, du hättest wirklich 1000 IQ-Move gemacht, dass du das nach unten schieben kannst. Es geht einfach 2 nach unten. Das ist legendär, Alter. Ey, das ist, glaube ich, die beste Folge. Ja, das macht dir Spaß, oder? Oh, scheiße, jetzt hat's funktioniert. Alter, Junge, was ist das? Ist das ein Bug oder ist das for real so gemacht? Bug wahrscheinlich. Es liegt vielleicht her in deinem Briefkasten. Es jumpt einfach durch eine andere Kiste. Oh Gott, ist das schlimm. Yeah, das fühlt sich gut an. Das vor allem ist nur die Ausbeute von heute und noch ein paar andere Diamanten, die man davor sah, aber die Ausbeute von heute. Okay, gut, aber ich sage, machen wir im nächsten Mal dabei. Schade, Willi. Und ciao.